Es kann passieren, dass dich ein riesiger Tsunami aus Lucky Blöcken angreift. Dann musst du Mut beweisen, hab keine Angst. Beats und Banks retten dich! Da viele von euch das mit Sicherheit feiern werden, liebe Leute, haben wir heute im Lucky Loot OP Battle einen riesen Lucky Block Tsunami am Start. Ihr seht den hinter mir, oh mein Gott. Und dort hinten hüpft schon unser Gegner rum. Hallo Dr. Banks. Hallo, ich habe eine Sichtweite von 3, deswegen sehe ich dich nicht. Falls euch das Ganze gefällt und ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schaut bei mir Dr. Banks vorbei und jetzt kommt das fette Battle, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Das ist nämlich eine riesige Welle, liebe Freunde. Oh mein Gott. Also die habe ich tatsächlich selbst gebaut. Also wirklich, Leute. Ich habe sie selbst gebaut. Echt jetzt? Ja. Hey, ist voll krass. Warte, ich bewerte die von 1 bis 10 und 10 ist mega geil. Okay. Echt komplett selbst. Komplett selbst. Also auch die Struktur. Ja, also nicht mit Hand natürlich, aber... Naja, schon klar. Mit so einigen Tools oder so mit World Edit. Ja, gibt von mir eine solide 8+, würde ich sagen. Ist schon nicht schlecht. Sehr nett, dankeschön. So, und da es ein Lucky Loot Battle ist, nehmen wir als erstes unser ganzes Inventarzeug und so weiter. Also richtig oldschool, wie in den ersten Folgen. Mit rein, genau. Ich habe mir nämlich letztens die ersten Folgen mal wieder angeschaut und habe da so gemerkt, jo, damals habe ich mir voll viel Mühe gegeben und immer so ein Häuschen gebaut. Und da dachte ich mir, ja, liebe Leute, machen wir mal genauso weiter. Die erste Folge kann ich dir einfach mal rechts oben oder so verlinken, falls ihr die mal sehen wollt, so den Unterschied von damals zu heute. Und ja, jetzt haben wir heute was Spezielles am Start. Du kannst mal in die mittlere Kiste schauen. Wir haben da nämlich keinen Verlierer quasi, beziehungsweise keine Verliererkiste. Wir haben entweder halt einen Gewinn mit, Lucky Block X oder ein Gewinn mit Lucky Block Y. Das heißt also, auf jeder Seite sind Lucky Blöcke drin, halt nur verschiedene. Jetzt looten wir alles ein. Es gibt deswegen aber auch nur 7 verschiedene Chests, die man looten kann. Und ja, dann looten wir. Deswegen, Leute, seid gespannt. Gleich geht's los. Mit einem genüsslichen Biss in unseren Burger legen wir jetzt los mit dem Looten, mein Freund. Also, du gehst rein, ich geh rein. Und, beziehungsweise, du musst ja erstmal eine Seite auswählen. Ich nehme rechts und kriege... Oh, die Death Note Lucky Blöcke, wunderbar. Hab ich auch. Oh, gar nicht verdient. Dirk. Was? Okay, nochmal rechts. Spiral. Und ich hab die Galaxy. Es geht auch ein bisschen schneller hier, das Verfahren, muss ich sagen, ne? Nur die Beats. Oh, ich nehme nochmal rechts. Ich nehme einfach immer rechts und die Pink Lucky Blöcke. Ha. Oh, ich glaube sogar, die Beats Lucky Blöcke sind besser als die Pink Lucky Blöcke. Ja, sind auch. No Push an dieser Stelle. So, oh, die Shade, Alter, jawohl. Oh nein, aber ich hab die Nerd Lucky Blöcke. Von den beiden Shades sind viel besser, Digga. Ach komm, sei ruhig. Linke Seite und Preston. Okay, nice. Hab ich auch. Was war auf der anderen Seite? Ich weiß es gar nicht, wenn wir es... Okay, Emerald. Okay, da ist Preston, glaube ich, schon eine Nummer besser. So, dann nehmen wir mal rechts und kriegen Phantasia. Nice. Ich nehme links. Phantasia sind das da. Das gibt es doch nicht. Ja, was für ein Glück du hast. Ich habe immer die besseren erwischt, außer bei den Spiral. Und als letztes nochmal die Omega Lucky Blöcke. Die waren in Verbindung. Ah, Gaming with Jen. Ja, mit glaub, das Gaming sind deine ein bisschen besser, aber... Ja, man weiß es nicht. Ich glaube, okay. Die nehmen sich nicht viel. So, also jetzt werden wir tatsächlich unter dieser Welle hier unsere Lucky Blöcke öffnen. Und von daher wünsche ich mir, dass ihr mir Glück wünscht. Wir fangen einfach mal an mit unseren Nerd Lucky Blöcken. Oder nee, mit dem Omega. Mit einem Omega. Und wir kriegen Instant Notch raus. Das ist ein Lapis Block. Oh, nice. OP Lucky. Ah, nee. Ich hoffe, du hast Keep Inventory an. So, wir fangen an mit unseren Nerd Lucky Blöcken. Kriegen Brain Blocks. Tatsächlich sehen die aus wie Gehirne. Oh, Mann. So, dann haben wir Diamanten. Ja, moin. Oh, Cheater. Ey. Oh, Cheater, weg hier. Wir wollen keine Cheater haben. So, und ein Lucky Villager. Lucky Villager gibt uns Full Dia und 10 OP goldene Äpfel für eine Werkbank. Oh, geil. Galaxy Lucky Blöcke und wir haben einen Brunnen, in den wir jetzt einen Coin reinschmeißen werden und kriegen nochmal ein paar schöne Ressourcen. Ich will dir mal was zeigen, komm mal her. Ja, ich komm. Oh, ein Shade Apple. Jo, flieg hier rein. Tschüss. Oh, ich habe Dynamit. Das würde ich jetzt eigentlich instant auf dich werfen. Für deine provokante Art und Weise. Oh, noch ein Dynamit. Ich würde instant 2 Dynamite auf dich werfen. Warte mal, komm mal her kurz bitte. Ich möchte dir mal was zeigen. Shade Material. Alter, hau ab, Mann. Oh, Moment, da lag ein Pfeil. Ja, Mann. Hau ab. Oh, jetzt habe ich deine Eisenrüstung kaputt gemacht. Das tut mir leid. Das war doch jetzt nicht nötig. Es tut mir leid. Ich habe einen Eisfisch. Ich will den jetzt nicht rechtsklicken, weil dann ist er wahrscheinlich weg oder so. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Müsste ich gleich mal im Kampf schauen. So, dann machen wir weiter. Nochmal Notch. Okay, danke. Kennst du diesen Typen, der so... Nice. Ja, den kenne ich. Kennst du den auch? Nee.
Nice. Ich muss sagen, die Pink Lucky Blöcke, die haben irgendwie Stil. Also ich finde, die sehen gut aus. Nur die Drops sind halt mega lame. War wieder mal klar, dass dir die Pinken besonders gefallen. Ja. Oh, was ist das? Was ist das? Ist irgendeine Hose. Es ist irgendeine Hose. Es ist TNT. Tschüssi. Oh, fuck, Alter. Ich hab den hingesetzt und nicht mehr geschafft abzubauen. Jetzt ist die Frage, wo zur Hölle... Ah, da ist mein Pink Lucky Block. So weit weg? Ah, okay. Jetzt sieht man die Ausmaße, die das TNT hier hatte. Okay. Ich habe immer so Angst, dass du mir irgendwas klaust, Alter, wenn ich was Geiles bekomme. Ich klaue nicht, ne. Ich bin ein Ehrenmann, was das angeht. Wahrscheinlich. Galaxy Boom. Okay, bin ich mal gespannt. Dann hier eine L-Chestplate. Die sieht geil aus. Die gibt uns Stärke, 5 Rüstungspunkte und 10 maximale Gesundheit. Okay, kann man mal haben. Ist auch unzerstörbar, also können wir es eigentlich instant anziehen. 2 Death Note Lucky Blöcke haben wir noch am Start hier im Inventar. So, und die sind crazy. Okay, was kriegen wir raus? Eine Kira Chestplate. Ist die besser als die L Chestplate? Das ist halt echt, also wirklich doof gemacht. Die gibt uns noch Fire, aber wie siehst du aus? Mein neuer Skin. Süß. Der zieht voll die Schnute, ey. Also, guck die mal. Nehmen sich nicht viel. Ja, ja, der ist echt süß, ja. Wow. So, aus dem letzten. Was? Ich wollte gerade sagen, aus dem letzten Death Note Lucky Block kam noch ein Stück Kohle raus. Allerdings ist diese sofort explodiert, weshalb ich Angst habe, jetzt weitere Lucky Blöcke zu öffnen. Aber die Nerd Lucky Blöcke geben uns nochmal ein paar Karotten. Wunderbar. Und noch ein riesiges, was ist das? Goal? Ach, das soll ein Fernseher sein oder so. Oder ein Bildschirm? Keine Ahnung. Naja, egal. Wir machen weiter mit dem Preston Lucky Block. Und kriegen eine Lava Mob Chestplate. Ja, okay. Die wird aber nicht besser sein als unsere Kira oder unsere L Chestplate. Von daher haben wir jetzt noch diese letzten Lucky Blöcke am Start. Wir können einfach mal so viel wie möglich hier in unser Inventar packen. Kriegen eine Kaktus Chestplate raus. Dann kriegen wir eine Kaktushose raus. Okay. Preston Lucky Blöcke. Ihr. Nice. Eine Kaktus Bazooka. Das wollte ich. Hallo. Hallo. Wolleck. Oh, nice. Nochmal sehr coole Sachen. Oh Mann, und noch so Müll aus meinem vorletzten Lucky Block. So, jetzt kommt mein letzter Lucky Block. Beziehungsweise, ne, ich habe hier noch einen Preston. Auch nur Dia-Sachen. Also nicht so vielversprechend, Leute. Egal, besser als Eisen ist es immerhin. Und jetzt machen wir tatsächlich unseren letzten Lucky Block fertig. Komm, was gibst du uns? Ein Lava Mob Helmet. Ist der besser als Dia? Wir schauen mal. Ja. Hat die gleichen Rüstungspunkte, nur halt noch Verzauberungen. Okay, nice. Ja, das war's eigentlich auch schon. Wir haben fast alles. Da ist Ben. Da ist ein riesiger Tsunami bestehend aus Lucky Blöcken. Das ist mein Inventar und da werde ich mir jetzt Zeug rauscraften. Um hoffentlich... Oh, nice. Du hast... Was liegen hier für Sachen, die du weggeschmissen hast? Also, die kann ich dann noch nehmen, ne? Das ist mein Abfall, wenn du das nehmen willst, okay? Jo, ne The Beats OP Axe, ja, die nehme ich sehr gerne. Also was? Die habe ich einfach aus Prinzip weggeschmissen. Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt Zeug und damit werden wir dann Dr. Banks angreifen. Ah Leute, ich hatte doch noch einen Phantasia Lucky Block, habe ich fast übersehen. Und ja, das ist gerade im Game Mod gegeben, Leute, ist alles beschiss hier. Nochmal die komplette Water Lucky Rüstung. Gibt uns zwar Unterwasseratmung, aber ist nicht besser als Dia Rüstung, von daher ganz gechillt. Liebe Freunde, wir sind zurück mit einer Ausrüstung. Ja, ihr seht es richtig, wir haben Ausrüstung am Start. Unser bestes Schwert ist das Schwert, das Ben weggeschmissen hat. Ansonsten haben wir ein bisschen Sirius-Rüstung, eine Kira-Chestplate, die haben wir so behalten. Dann diese Lucky Block Leggings, die eigentlich nur Leder ist, aber ganz guten Stuff gibt. So, dann haben wir noch ein Sirius-Schwert, das haben wir uns selbst gecraftet, ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Gibt dem anderen quasi Blindheit, das können wir auf jeden Fall mal benutzen gegen den Dr. Banks. Ich glaube, dass es Blindheit war. Ja, hat er mir so erzählt, ich wusste es nicht, aber wir können von mir aus loslegen, dann haben wir halt noch so Stuff für hier und da, so, ihr wisst Bescheid. Bist du bereit, lieber Dr. Banks, für unseren ersten Kampf? Jo. Dann geht's los, let's go. Die Beats zum Futtern. Die Beats zum Futtern, Alter. Wieso hast du die nicht weggeschmissen, wenn du schon so gegen Beats-Merch und Beats-Stuff bist und so? Ich habe auch eine Beats-Chestplate, soll ich die mal anziehen? Ich will mal so machen, was macht... Beats-Chestplate, ja, moin. Ich habe das Ding geworfen, es hat einen Silberfisch gespawnt. So, oh nice, jetzt kommt der Bow Pro Beats hier zum Einsatz. Alter, ich habe so lange keinen Bogen, so richtig PvP-Bogen habe ich so lange nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. So, was, ja, was hier macht ist das es eh Ding? Anders, weil man schnell dich... Wow. Oh nice, schade, schade, das ist ein bisschen zu weit nach vorne was war geflogen. Das? Ich weiß nicht, wie das hieß, aber es war geil. Oh, der war nice, oh. Aber du versteckst dich da und so, oh, ich habe dich zweimal getroffen. Ich versteck mich, ich bin mit dem Licht. 3, 2, 1. Macht schon einen Unterschied. Also... Hammer. Oh Mann. Tut mir leid. Alles gut. Du bist ready, ich bin ready.
Und das heißt, wir kämpfen weiter. Nimm mal den Bogen hier, der hat Explosion angeblich. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, das hat aber, also ich kenne, oder beziehungsweise ich hatte das auch schon mal. Oder wir zusammen hatten das, glaube ich, schon mal. Aber nee, funktioniert leider nicht. Oh, oh doch! Oh Mann! Ja, doch, aber nicht bei jedem Show. Ja, krass. Wie wir gerade so pushen, yo, das ist. Oh, bin ich blind! Nicht. Bist du blind? Was ist das denn? Also du bist jetzt nicht mehr blind, sagst du? Nee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss schnell weg, ich muss schnell weg, ich muss schnell weg. Wirf! Oh, oh, der war nice. Alter, 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 alter. Oh mein Gott. Ja, du hast Feuerresistenz. Ich glaube schon, durch meinen Helm oder irgendwie sowas. Irgendwas gibt mir Feuerresistenz. Oh mein Gott. Das ist ja nicht mehr normal, deine Schwerter sind alle One-Hit. Ja, okay. Jetzt ist ja, auch mal deine Rüstung kaputt gegangen und dann wärst du auch mal tot. Okay, 2-1. Was? Klingt am Ende, glaube ich, nicht so schlecht für mich. Na gut, Leute, was will man machen? Dr. Banks war heute stärker als wir. Falls es euch trotzdem gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Und das war's mit dem Video. Schaut bei mir, Dr. Banks. Alright, ciao, ciao, euer Beats. Abonniert mich.